Hallo, ich komme Leute, hier ist Grubb, herzlich willkommen zu The Interview. Ein angeblich sehr abgefucktes Horrorspiel. Das ist übrigens von dem gleichen Macher, der auch Fun gemacht hat, was wohl das krankeste Spiel, was wir je gespielt haben. Und Evil, was kein so gutes Spiel war. Aber die sind beide hier oben verlinkt, schaut euch auf jeden Fall an, aber ich springe einfach mal direkt rein in The Interview. Ich habe Fear is Desire the Other Way Around. Sei mal nicht so deep. Adam wanted a job, so he searched for one. He found one. And today was his interview. He was curious about it. But he was even more curious about that red little box at the end of the hallway. What? Okay, wir sind eine Person, die einen Job gesucht hat. Wir haben einen Job gefunden, haben jetzt das Interview, also das Vorstellungsgespräch. Adam Ritual, age 24. Please, come in and sit in the red chair. We will attend you in a minute. Ist aber ein interessanter Job. Okay, wir sollen uns in den roten... Kann ich nicht einfach in den blauen Stuhl setzen? Fuck you. Ich will den blauen Stuhl. Das geht nicht. Okay. Übrigens, das Spiel hat Geld gekostet. 2 Euro. Finde ich sehr interessant. Warum kann ich nicht... Oh! Ein Knopf. Hallo Adam. My name is James and I will investigate a little about you. Hallo James. Let me start with some questions and I will do some experiments to find out more about you. Any questions? Wo bist du? Oder warum dieser Stuhl? Oder drittens, was für eine Art von Experimenten? Ich frage, wo bist du? Eins. Where am I? That doesn't have to worry you. There is a small speaker in a corner. There I am. Well, Adam, how about if we start now? Yes, perfect, wir fangen then. Jetzt an. Let's start what? With an easy one. Are you left-handed or right-handed? Wir sind Rechtshänder, also rechts. Rechts. Hallo? Rechts. Kann ich denn... Oh! Okay. Do you prefer black? Do you prefer white? What just happened? Weiß? Okay, irgendwas passiert gleich wieder. Ja. Okay, ich merke schon... Why do you look so serious? You look nervous. Weil das ziemlich abgefuckt. Take a glass of water. Dankeschön. Dann trink mir dieses Glas Wasser, was bestimmt... Are you fine? You have to calm yourself. Was? Ich bin ein bisschen verwirrt. Do you believe in a god? Or don't you believe in anything? Ich glaube an keinen Gott, aber ich habe Angst, wenn ich das drücke, irgendwas Abgefucktes passiert, aber wir machen es einfach trotzdem. Okay. You see? That wasn't that difficult. You just have to choose. Nothing weird, right? Next one. Education or friendship? Freundschaft. Next one. Okay. Money or love? Liebe? Let's go with difficult ones. Ich hab ein bisschen Angst. Would you gerade. Prefer ignorance and happiness or knowledge and sadness? Gute Frage. Dumm sein und glücklich sein oder mehr oder weniger smart sein und traurig sein? Lieber dumm und happy, fuck it. Komm, wir sind dummer Vollidiot. Work a lot and get paid a lot or work a little bit and get paid less? Viel arbeiten, viel verdienen, wenig arbeiten, wenig verdienen. Machen wir mehr arbeiten und mehr verdienen. Und ich habe Angst, dass die standing passiert. As a hero or live on your knees as a slave. Als Held sterben oder als Sklave lange leben. Held sterben. Adam, know your future without emotion or not to know. Was? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, weil diese komische Aussprache so dämlich ist. Ich mache einfach ja. I don't know. Very good, Adam. Okay. First part is ended. Ja? Now, take your time to relax and we will proceed to the next experiment. Ich traue diesem Spiel absolut überhaupt nicht. Das ist einfach nur abgefuckt und crazy. Oh, let's... Moment mal. Ich habe bis jetzt schon gemerkt, das Spiel ist komplett genauso wie Fun und wie Evil. Von den ganzen Grafiksachen so genauso abgefuckt, genauso crazy. Also erwarte ich hier auch sehr viele abgefuckte Gore-Bilder, weil das ist einfach bei diesen Spielen so. Okay, hoffentlich muss ich nicht so viel zensieren. Fuck you. Okay, ich muss wahrscheinlich sehr viel zensieren, stimmt's? Irgendwas wird passieren. Das war so klar. Das war so absolut klar, dass irgendwas abgepackt ist. Really, Spiel? Really? Musste das sein? Adam, what do you feel about that? Boredom. Boredom? Ja. Interesting. Weil ich bin gelangweilt okay, von der Adam, Scheiße. What about starting the last round of questions? Ja, komm. Gun? Bring it on. Knife? Knife oder Pistole? Mann, Pistole, komm. What?
the fuck passiert in diesem Spiel, Alter? Was ist das? I don't get... You are doing very well. Congratulations. Okay. Next one. Murderer? Victim? Mörder sein? Oder das Opfer sein? Jetzt mal abgesehen davon, dass das Spiel ziemlich abgefuckt ist, das ist eine ziemlich diepe Frage. Das ist deeper, als ich erwartet habe. Wärst du lieber der Mörder oder wärst du lieber das Opfer? Ich meine, es ist bei... Oh, ich mach lieber Mörder. I don't know. Ich will überleben. Und wir sind eh schon Psychopathen im Spiel hier. Komm, wir sind... Ah, oh, fucking right. Oh Gott. Fantastic job, Adam. Let's see. Would you cut your leg for your best friend's life? Würden wir unser Bein für das Leben unseres besten Freundes abschneiden? Ja? Vielleicht? Oh, what the fuck? Adam, you're okay. In jail. Don't continue this. If someone killed your mother, would you kill him or would you make suffer for his whole life? What? Wenn jemand unsere Mutter tötet, würden wir ihn töten oder würden wir ihn leiden lassen? Ich mach töten. Okay, komm. 8? Warum 8? Was? Would you kill your mother if she tries to kill you? What the fuck? Wenn wir unsere Mutter töten, wenn sie uns töten will? Ja, ich habe keine andere Wahl. Also, ja. Oh. Warum haben eigentlich alle deine Spiele mit einer Mutter zu tun? Was hat der Typ für einen Mutterkomplex? Bei Fun ging es auch schon um eine Mutter. Adam, this is the last question of all. Ja? Do you know something about this red little box? Nein, aber kannst du mir gern zeigen, was da drin ist? Are you alright? Nein, uns geht's nicht gut. Jumpscare, da kommt ein Jump. Confess? Messer oder. Was? Wir müssen irgendwas zugeben. Säge. Not a job. Was? Kein Job, 8 Köpfe. Ein Mord. Zugeben, Wahrheit, Befragung, Säge. Kleine rote Box drin. Ich hab. Was? Spiel, du bist fucking strange. Die Sache an dem Spiel ist halt, dass es zu sehr versucht, abgefuckt zu sein. Genau wie Fun und genau wie Evil. Der Entwickler versucht richtig hart, ein abgefucktes Spiel zu bauen. Und es klappt nicht, wenn man es so krampfhaft machen will. Ich meine, der gleiche Effekt, den mit diesen schwarz-weißen Scribble-Dingen überall an der Wand hat bei Afraid of Monsters und bei Cry of Fear super gut geklappt, weil die Spiele einfach einen mega langen Aufbau dafür hatten. Aber hier macht es einfach keinen Sinn. Ich meine, hier kommt fuck you, abgefuckte Scheiße, damit es abgefuckt ist. I don't know. Oh Gott, hier irgendwas passiert hier noch. Press 1 to get up. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren, wenn ich da jetzt raus... Wait! Wir waren gerade auf dem blauen Stuhl, nicht auf dem roten. Okay. Warum waren wir auf dem blauen Stuhl, nicht auf dem roten? Das macht keinen Sinn. Wir sind auf den roten drauf. Und warum ist dieses Gebäude unendlich... Ach, egal, komm. Gehen wir auf den Stuhl und kriegen den letztendlichen Jumpscare und dann haben wir das Spiel geschafft. Stimmt's? Und go. Nein? Ich kann... Oh. Doch. Okay. Und da... Ach, fuck. Na gut, let's go. Das sind 8 Boxen und der letzte wird unsere sein. Wahrscheinlich 8 Köpfe. Warte, where is your head? Hier drin, oder? Ah, wir haben 8 Menschen getötet. Ja. Und dann wurden wir befragt, damit man rausfindet, dass sie es wirklich getan haben. Ja, whatever, komm. Bestes Spiel aller Zeiten. Da sind die Köpfe von den Opfern drin, das weiß ich schon. Oh Gott, irgendwas passiert noch. Irgendwas passiert. Okay, oder auch nicht. Das fucking Spiel hat 2 Euro gekostet. Warum? Warum kostet das Spiel Geld? I don't get it. Es ist ja nicht mal gut. Es ist absolut gar nichts. Du drückst auf... Ach, egal. Abgefuckte Horrorspiele. Wir haben jetzt gefühlt alle durch. Wenn ihr mehr davon kennt, schreibt's nur irgendwo hin. Fucking hell, ich hätte studieren sollen.